sind hier in der Aufbereitungsanlage des Weltkulturerbes Erzberg bei Kammelsberg. Wir stehen hier auf der sogenannten Flotationsebene. Hier wurde quasi die Chemie zusammengemischt für die Flotation, also für die sogenannte Schwimmaufbereitung. Ich bin hier gerne eigentlich, wenn es richtig stark regnet, dann sind hier Geräusche, wie als wenn Regen auf ein Zeltdach fällt. Und dann muss man eigentlich in dieser Halle sich auf den Boden legen, diesen Geräuschen hören. Und dann kann man schon fast auf dieser Bühne, die über diese ganze Mechanik hier ist, quasi den ganzen Raum erfahren. Geräuschtechnisch und optisch und sozusagen den ganzen Raum aufnehmen.